My Corona. Neues Video, neues Glück. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Bewegtbildproduktion von Schinski. Heute geht es um die Box of Shocks. Box. Ich würde sagen, wir gucken da mal gemeinsam rein. Box of Shocks Magic präsentiert Box of Shocks. Bring deine Freunde zum Kreischen mit der krassesten Sammlung von Gags und Streichen. Alles klar, es ist auf jeden Fall interessant. Dieses Paket beinhaltet mehrere Shocking-Sachen, mehrere Scherzartikel. Und lass uns doch mal zusammen reingucken. Was ist denn mit dem los hier? Das geht ja mega schwer. Ich möchte es jetzt auch nicht kaputt machen eigentlich. So. Hier ist die Box of Shocks. Ja, okay, hier ist die Anleitung für die verschiedenen Sachen. Aber wir gucken da erstmal so durch. Come on, man. Die tödlichsten Kreaturen der Welt. Klapperschlange. Okay. Lass uns mal schauen, was wir hier haben. So. Wir haben hier eine Ketchup. Dings, eine Ketchup-Flasche ohne Ketchup drin. Was sagt denn hier die Anleitung zu der Ketchup-Flasche? Aha. Einen einfachen Knoten hier rein. Dann das hier durch. Alles klar. Toll. Entschuldigung, kannst du mir den Ketchup rüberreichen? Danke. Huch! Nee, also der erste Joke ist schon mal äußerst scheiße. Ist schon mal scheiße. Erster Prank, Daumen nach unten. Defi. So, was haben wir denn noch hier? Hier haben wir einen kleinen Finger. Hier ist ein kleiner Finger mit so einem Rädchen unten dran. Weißt du was, wir gehen einfach hier mit dem Buch Stück für Stück durch. Okay, wir fangen an. Der Spenderfinger. Dieses hier ist der Spenderfinger. Vorbereitung. Übe etwas mit der Box. Stecke deinen Zeigefinger von unten in die Box. Probiere nun, wie du sie am besten öffnen kannst. Zeigefinger in die Box. So. Voll Kacke. Aua. Da ist ja ein Finger drin. Ey, voll Kacke. Daumen ganz weit nach unten. Die Chipsdose des Grauens. Material. Einmal diese Pringles Chipsdose. Und die drei Kakerlaken, die wir hier noch haben. Drei Cake Lakes. Verstecke die Kakerlaken im kleinen Fach der Dose. Okay, hier also ist das kleine Fach der Dose. Hier sind jetzt die Cake Lakes drin. Ja, dann kannst du halt hier Chips reinmachen. Hier, müssen wir Chips noch, klar. Dann drehst du das Ding einfach um und bietest denen die Chips an. Hier, guck mal, Chips. 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 Die Spinnenattacke. Haben wir hier. Ja, das hatten wir schon mal. Das habe ich ja schon mal Marcello und Lisa geschickt. Hilfe! Hilfe! Ja, kannst du irgendwas reinpacken und dann, wenn du es aufmachen willst, kommt auf einmal die Spinne rausgejumpt. Kann vielleicht ganz lustig sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ding schon mal qualitativ hochwertiger als das, was ich mal Channel Lisa geschickt habe. Jetzt kommt das Schreckei. Ein wundervolles Ei. Vorführung. Lege es ein und behandle es bei. Dann wirfst du das Ei ganz plötzlich um und rufst dabei Fang. Hier, ich habe ein Ei. Fang!
und dann fängt das halt oder fängt es nicht und so weiter. Auch äußerst schlecht. Ja, das ist doch hier dieser, das ist doch so ein Zaubertrick, kann man sagen, ne? Guck dir mal die Kakerlake an. Oh, da kommt ja der gierige Kobold und schnappt sie sich weg. Ohohoho. Blödsinn. Der Stift des Schreckens. Für diesen Streich benötigst du ein Opfer mit einem hellen Kleidungsstück. Ach so. Du gehst aufs Kleidungsstück deines Prank-Kollegen und dann kannst du hier einen schönen Strich langziehen. Aus Gummi. Langweilig. Die durchbohrte Hand. Her damit. Alter, ich kann zaubern. Ich habe eine durchbohrte Hand. Jojo. 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 Wassermarsch. Roter Becher, etwas Küchenrolle und Wasser. Packst hier unten Küchenrolle rein. Und dann nimmst du ein Glas, machst Wasser rein. Die Leute denken, oh, jetzt ist hier Wasser drin. Dabei hast du es auf die Küchenrolle gekippt. Und dann... Verarscht. So, die tödlichsten Kreaturen der Welt. Vorbereitung. Rolle ein kleines Stück Klebefilm so ein, dass es an allen Seiten klebt. Ah ja, okay. Kennt man diesen Prank? Hier machst du einfach Tesafilm dran, dass es auf beiden Seiten klebt. Dann dein Partner lässt dir die Hände reichen und lässt ihn das hier angucken. Dein Partner hat das Ding hier in den Händen. Du nimmst dann irgendwann zwischendrin, berührst du seine Hand hier so, dass dann hier dieses Ding hier klebt. Dann lässt du das angucken mit dem Skorpion drin. Dann hat er den Skorpion drin und dann hier, guck mal auf deine Hand. Dann dreht er um und dann hat er den Skorpion hier, schreit, kackt sich in die Hose, kriegt einen Herzinfarkt, verstirbt. Und somit ist es ein erfolgreicher Gag gewesen. Äußerst langweilig, Schreckkaugummi. Okay, das ist eine kleine Wasserspritzpistole. Ja, das könnte man zum Beispiel immer dabei haben. Das ist ganz lustig. Fake-Kaugummi-Ding. Machst du vorher Wasser rein. Dann kannst du halt einfach dann... Hier willst du ein Kaugummi. Fingerattrappe mit integriertem Drehrad. Halte den falschen Finger in den locker angewinkelten Fingern deiner rechten Hand versteckt. Erhebe deine rechte Hand und frage deine Opfer, ob sie schon mal gesehen haben, wie jemand seinen Finger extrem umbiegen kann. Hast du schon mal gesehen, wie jemand seinen Finger extrem umbiegen kann? Halte dann deine linke Hand vor dich und greife mit deiner rechten Hand nach deinem linken Zeigefinger. Okay. Okay. Verdecke deinen linken Zeigefinger mit deiner rechten Hand. Gleichzeitig schiebst du den Finger auf den Knöchel, bla bla bla. Und dann zeigst du es oder was? Aua! Also das ist wahrscheinlich eher für kleine Kinder, weil das ist ja hier ein kleiner... Wozu? Ach so. Ach, damit macht man das Knackgeräusch dann so. Es ist auf jeden Fall ein Babyfinger, also es ist für kleine Babys gedacht, das Ganze. Tja, Leute. Das war die große Enttäuschung. Die große, große Enttäuschung. Es ist nämlich schon zu Ende. Das war ja wohl wirklich mal ein Satz mit X. Nix. Aber ich habe noch eine andere Scherzartikelbox. Hoffen wir mal, dass da was Besseres drin ist. Also Leute, es tut mir leid, dass das Video das schlechteste Video auf meinem Kanal geworden ist. Aber da muss man durch, Leute. Da muss man durch. Ich würde mich trotzdem über ein Like freuen. Über einen Kommentar. Und... über ein Abonnement würde ich mich auch freuen. Das ist ja ganz klar. Ja, Leute. Dann packe ich jetzt gleich die andere Box noch aus. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns immer noch mal ein zweites Mal. Und zwar hier auf diesem Kanal. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Tschüss.